Also gut, tut mir leid wegen des Stuhlgequietschens. Ich nehme jetzt nicht mehr das Wohnzimmer, in dem ich immer gefilmt habe. Ich nehme jetzt mein stillgelegten Zimmer. Und das nächste Event ist Beating Anyone, 150 Respektpunkte und ich nehme ein Auto von den Bildern. Der Wrecker, das waren 3 Tonnen Stahl, die alles zermalmten, was ihnen in die Quere kam. Das waren 4 18 Zoll Offroad-Reifen, die nur darauf warteten, sich durch Asphalt und Dreck zu fressen. Das waren 413 PS, die unter der buckligen Haube lauerten, gierig entfesselt zu werden. Verdammt, das Ding war hässlich wie die Nacht. Aber wenn es darum ging, eine Schneise der Verwüstung zu ziehen, war der Wrecker die erste und beste Wahl. Also wie gesagt, 2 Teams gibt es und ich muss den Wrecker nehmen. Zerstöre 25 Fahrzeuge des gegnerischen Teams. Ich muss sagen, ich muss eigentlich nur damit schießen und Autos zerfallen. Deswegen habe ich gesagt, wir nehmen eins von den Fahrzeugen im Bild. Es ist also nicht der Iron Horse, das ist der Wrecker. Ihr seht ja, ich bin nur mit George Washington. Mein einziger Teampartner. Das kann ein langer Tag werden. Der Wagen geht, der muss ich sagen, der geht zu schnell hoch. Der Wagen geht dann nur so schnell hoch, weil er nicht gepanzert ist. Das Raking Kit muss wohl drin sein, aber die schwere Panzerung nicht. Ich glaube, da gibt es ein Auto mit keinen Waffen. Ich glaube, das ist der James da. Der benutzt keine Waffen. Dann könnte man den James schon abballern. Der Man Brown hat jetzt auch keine Waffen im Griff. Aber wieso die so schnell zerstören können. Ich meine, die sind doch etwas, was alles zermalmt, oder? Oder etwa nicht. Ich glaube, es liegt an den Autos, die haben Panzer und so. Hey, ich helfe dir. Hey, warte, schießt die auf mich hier, voll Idioten. Wir sind hier auf einer Landesstraße, auf der deutschen Straße, Junge. Und da wird gekämpft, also für wen hält ihr mich? Ja, der James, komm mal schön her. Oh. Wie kann ich den James zerlegen? Wenn er nicht mal Waffen hat, also das check ich jetzt gar nicht. Ich check das Event nicht, also es ist wirklich unlogisch. Also James kommt von der Richtung aus und von der werde ich auch kommen. Na super. Ja. So ein Mist. Jetzt greifen mich da alle an oder was? Naja, wenigstens habe ich den zerstört. Guck mal, ob der jemand noch, ob der Typ auf mich zukommt. Den werden wir mal schön an den Überbraten. Ah, James, der Waffenlose.
auch weg. Und ja, Weg hat mich auch. Wir müssen nur noch 5 Fahrzeuge zerstören. Ist keine große Sache. Also nichts Großes, nur ein bisschen zerstören. Bock, fertig. Also ein. Meeting Anyone ist ein schönes Event. Handelt schön von einem Auto, das man noch nie gefahren ist. Nämlich den Rekord. Man wäre da eigentlich im Event kurz vorm Verlieren immer. Aber man hat gewonnen, weil man eine stärkere und bessere Karre hat. Beziehungsweise man hat den Rekord. Mit dem Rekord kann nichts passieren. Im Rekord ist man total geschützt, man hat keine Probleme um sich herum, außer ein paar Gegner, aber... So, und den letzten mache ich platt. Nämlich den Donut Duck. Das war der James und wir haben gewonnen. Und jetzt machen wir schnelle Pause und dann geht's direkt mit den neuen Events, mein Battlefield, den Super Combo und Free Heals weiter. Bis gleich!